Guten Tag, wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Da wir heuer den Projekttag leider nicht in der Schule abhalten konnten, werden wir Ihnen im folgenden Video ein paar Einblicke in unsere Projektarbeit verschaffen. Kurz zu uns, wir sind Julian Schager und Lorenz Kaufmann, zwei diesjährige Maturanten der Technologischen Fachoberschule Max Valier. Die Firma Athesia ist am Anfang dieses Schuljahres mit einem Problem zu uns gekommen. Sie wollte ihren Mensa-Dienst digitalisieren, da ein enormer täglicher Aufwand beim Aufnehmen der Bestellungen angefallen ist. Um dieses Problem zu lösen, haben wir unsere Web-Applikation Dishes entwickelt, welche wir Ihnen nun zeigen werden. So, das ist Dishes. Grundlegend kann man sagen, dass es in zwei Teile gegliedert ist. Die Administratoransicht, welche von der Verwaltung verwendet wird, und die Benutzeransicht. Jeder Mitarbeiter kann sich mit seinem Benutzerkonto in der Web-Applikation anmelden und direkt danach mit dem Bestellen fortfahren. Bei der Entwicklung der Benutzerschnittstelle haben wir sehr darauf geachtet, sie so einfach und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Zum Bestellen wählt man ein Gericht aus, klickt auf den Bestellen-Knopf und anschließend wird es links zum Warenkorb hinzugefügt. Der Benutzer kann zwischen verschiedenen Gängen wählen und den Warenkorb mit seinen Wunschgerichten füllen. Ist er mit seiner Bestellung zufrieden, klickt er unten auf den Bestellknopf, um die Bestellung abzuschließen. Der Gesamtpreis der Bestellung wird dann vom Guthaben des Benutzers abgezogen, welches man danach auch im Sekretariat aufladen kann. Nun wird Ihnen mein Kollege Lorenz erklären, wie das Ganze für die Verwaltung aussieht. Die Verwaltung erhält die Möglichkeit, über eine separate Webanwendung Speisepläne, Gerichte und Benutzerkonten anzulegen, zu ändern und zu löschen. Dies erfolgt über übersichtliche Formulare. Um der Sekretärin einen möglichst guten Workflow zu ermöglichen, haben wir verschiedene nützliche Features implementiert. Zum Beispiel, beim Anlegen eines Speiseplans werden alle registrierten Gerichte geladen und können durch einen einfachen Klick zum Speiseplan hinzugefügt werden. Außerdem müssen Speisepläne nicht immer neu angelegt werden, sondern können ganz einfach durch das Verwenden von Vorlagen wiederverwendet werden. Um die Bestellungen an das Mensa-Personal weiterzuleiten, kann eine Übersicht der Bestellungen als Excel-Dokument heruntergeladen werden. Wieso sollte man jetzt aber Dishes benutzen? Welche Vorteile hat die Athesia nun, welche sie zuvor mit ihrem herkömmlichen System nicht hatte? Ganz einfach. Bei der Entwicklung waren uns folgende drei Punkte sehr wichtig. In erster Linie erspart unser Projekt durch die Automatisierung viel lästige Zettelarbeit, denn zuvor mussten alle Voucher einzeln per Hand abgearbeitet werden. Dishes läuft überall, egal ob auf dem Smartphone, einem Tablet oder dem PC. Wo man vorher jedes Mal zum Sekretariat gehen musste, um seinen Voucher zur Bestellung abzugeben, kann man mit Dishes nun auch im Außendienst ganz unbesorgt seine Bestellungen tätigen. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dass unsere Anwendung vor allem auf dem Handy sehr einfach bedienbar ist. Zusätzlich gewährleistet Dishes nun mehr Informationen zu den Gerichten und macht das Bestellen somit kinderleicht. Abschließend wollen wir sagen, dass wir uns im Laufe der Programmierung mit vielen neuen Technologien auseinandergesetzt haben und uns so viele neue Fähigkeiten aneignen konnten. Vielen Dank fürs Zuhören und schauen Sie auch gerne bei unseren Kollegen vorbei.